Hallo, herzlich willkommen auf meinem Workshop auf der diesjährigen Guitar Summit 2020, der leider Corona-bedingt hier aus meinem gemütlichen Zuhause stattfinden muss und nicht auf der Messe in Mannheim. Dort war ich in den letzten 3 Jahren eingeladen, Workshops zu geben. Im ersten Jahr habe ich einen Workshop gemacht über die Physik der E-Gitarre oder die sogenannte Physik der E-Gitarre. Im zweiten Jahr ging es um Optimierung der Stromversorgung für gute Amp-Sounds. Und im dritten Jahr ging es um Vintage-Gitarren an sich, wo ich versucht habe, Klangvergleiche zu zeigen, was natürlich auf der riesigen Bühne da ein bisschen schwierig war. Und deswegen will ich das heute nochmal detaillierter und ein bisschen aufwendiger wiederholen. Diesmal geht es um eine Gitarre, die jeder kennt, Vintage Les Pauls, die wurden von 1952 bis 1960 gebaut. Und die legendärste Ära ist natürlich die mit den Humbuckern, die von 57 bis 60 gebaut wurden. Und was ich hier in den Händen halte, das ist eine 57er Les Paul. Habe ich jetzt nicht bewusst ausgesucht, sondern wie jeder weiß, wachsen die alten Les Pauls nicht an Bäumen und man muss sie nur abpflücken, sondern man muss sich eben eine besorgen. Und das war halt in meinem Fall eine 57er Les Paul, was ich auch ganz gut finde, weil die Gitarren haben etwas Besonderes, was spätere Modelle na, vielleicht so ein klein wenig weniger haben. Anfang der 70er habe ich meinem Plattenspieler zu Hause Musik gehört und darunter waren Bands wie die Allman Brothers, Peter Green, Led Zeppelin, ZZ Top. Und da habe ich mich in die Gitarrensounds verliebt, ohne zu wissen, was die eigentlich spielen und wie das alles zustande kommt. Und im Laufe der Jahre kommt man halt so ein bisschen dahinter. Mitte der 70er habe ich mir selber durch einen Ferienjob meine erste Les Paul verdient. Und ja, damals, da gab es auch noch nichts anderes als Röhrenamps. Und Fußtreter hatte ich nicht und habe meinen Amp, das war in dem Fall ein AC30, voll aufgedreht und mit der Les Paul gespielt. Und irgendwie bleibt man so sein Leben lang daran hängen, weil diese Sounds, die will man halt immer hören. Ich möchte jetzt gar nicht so viel darüber reden, über die Konstruktion und Holz und was die Pickups alles können und was nicht. Und die Verkabelung komme ich später noch in einem anderen Zusammenhang nochmal drauf. Ich möchte mich vor allen Dingen dem Sound widmen. Ihr habt ja eben ein erstes Klangbeispiel gehört, das habe ich aufgenommen mit meinem geliebten Tweed Deluxe Amp. Das ist ein Amp, den ich seit 30 Jahren ungefähr spiele. Und der hat nur circa 15 Watt. Und das reicht mir vollkommen aus, weil ich mag diese Endstufenverzerrung, die wir so von den alten Aufnahmen kennen. Und das ist das, womit so eine Les Paul erst wirklich so zum Leben erweckt wird. Also wenn man so eine Gitarre jetzt benutzt mit einem riesigen Fußboard oder gar mit einem Camper-Amp oder modernem Modeling, dann ist das gar nicht mehr so wichtig, was man da für eine Gitarre spielt, sondern man kann den Sound nach der Gitarre noch in allerlei Richtungen formen. Und das mache ich nicht. Ich spiele so pur wie möglich, so puristisch auch irgendwo. Nicht, weil ich alles andere nicht mag. Ich habe auch großen Respekt vor Gitarristen, die toll mit Effekten umgehen können. Aber ich kann das halt nicht so gut. Und deswegen spiele ich halt einfach Amp und Gitarre mit einem Kabel und den Rest mache ich hier über die Volume- und Tonpotis. In dem ersten Beispiel habe ich den Amp so circa zur Hälfte aufgedreht und ja, einfach so drauf losgespielt. Es sind keine Effekte da drauf. Ich habe das auch nicht groß bearbeitet oder so, sondern das Beispiel sollte dazu dienen, mal zu hören, wie so eine Gitarre wirklich ganz pur klingt. Und was ich finde, was das eigentlich Typische ist an diesen Instrumenten, ist, dass die sowas von einer Geige, einer Bratsche oder einem Cello haben. Und das war das, was ich als kleines Kind immer gehört habe, Streichquartette, weil das bei meinen Eltern zu Hause lief. Und den Sound fand ich klasse. Und irgendwann, als ich so Allman Brothers hörte, Dickie Betts und Ben Allman, dachte ich,
Das hat sowas von dieser Geige. Und das hört man im Abschluss meines Klangbeispiels ganz schön, wo ich so bis zu vierstimmig mit der Les Paul spiele. Hören wir noch mal hin. Ja, das waren vier Les Pauls auf einmal und da hat man diesen wunderschönen Geigenton, den hauptsächlich diese alten Instrumente haben. Nun ist es so, dass die alten Les Pauls, so eine wie diese hier zum Beispiel, die kosten auch schon so im sechsstelligen Bereich. Kann man jetzt drüber diskutieren, ist auch tausendmal gemacht worden, ob das jetzt adäquat ist oder nicht. Spielt eigentlich keine große Rolle, weil leider sind diese Instrumente längst in Sammlerhände verschwunden und werden kaum noch auf Bühnen gespielt. Also Bonamassa macht das, glaube ich, noch und vielleicht gibt es noch zwei andere, die das mit auf die Bühne nehmen, aber ansonsten sind die halt verschwunden. Genauso wie die Musik übrigens, mit der die Les Paul eigentlich berühmt geworden ist. Also zur Musik, die so aktuell im Radio läuft, da braucht man keine alte Les Paul. Da kann man alles Mögliche verwenden. Der Sound ist eben ganz, ganz typisch. Und dieses Typische, das war auch verwurzelt eben in der alten Musik, als die Musiker eben auch noch nur mit Amps gespielt haben und nicht mit Fußtretern verformt oder mit vielen Effekten davor. Und erst dann hört man halt wirklich diesen Sound. Heutzutage wird das durch die Systeme, die die Musiker verwenden, so stark verbogen und verfälscht, dass so diese kleinen Nuancen, die so eine Gitarre hat, die den Charakter so unverkennbar machen, dass der eigentlich nicht mehr so zutage tritt. So vor circa 20 Jahren, nachdem ich lange Zeit Gretsch und Stratocaster gespielt hat, hat mich auf einmal der Les Paul Sound wieder angefixt und das war, als ich mal wieder Neil Young Harvest gehört habe. Und da fand ich, hat der einen wahnsinns bratigen, fetten Liedton. Und daraufhin habe ich eben seinen Techniker Larry Gregg mal angemeldet. Hätte nie gedacht, dass ich da eine Antwort bekomme, aber habe ich bekommen. Und er hat mir dann beschrieben, wie das alles so funktioniert beim Neil Young und was genau für ein Amp der hat und wie die Gitarre präpariert ist und so weiter. Hören wir mal rein. Ja, ich möchte euch jetzt noch mal ein paar Sätzen sagen, wie so eine 1957er Les Paul eigentlich klingt. Als ich zum ersten Mal auf so einer Gitarre gespielt habe, war ich sofort überrascht, wie viel transparenter und klarer und kompakter die klingt als eine moderne oder herkömmliche Les Paul. Sie ist weniger ausgeprägt so in den Mitten, das ist so ein leichtes Loch. Die Bässe sind viel klarer und nach oben hin scheint die irgendwie zu atmen oder so. Ja, in Amerika sagt man, die haben so den Bellton, den Glockenton. Wenn ich Musikwissenschaftler wäre, könnte man auch sagen, die haben eine ausgeprägte Kopfnote, also das, was so nach oben hin offen ist, dann sehr, sehr viel Kehllaute, das hört man so im ersten Beispiel ganz gut. Dann so ein Brustton, wo die Vokallaute stattfinden, auch der ist hier unheimlich ausgeprägt. Und eine Bauchnote, die von unten so den Schub gibt und zum Schluss so eine Fußnote, die man gar nicht so hört, sondern die eher so über den Fußboden so in die Füße einzudringen scheint.
Eine weitere Besonderheit bei den 1957er Modellen sind die Pickups. Die sind noch nicht ganz so fett und mittig wie die der späteren Baujahre von 1959 oder 60. Und das führt dazu, dass man einen etwas schöneren Front-Pickup-Sound hat, der noch nicht ganz so absumpft wie bei späteren Les Pauls. Und daher ist das verführerisch, sehr viel auf dem Front-Pickup zu spielen. Als der Duane Allman, glaube ich, so 1970 seine 57er Goldtop gegen eine 59er getauscht hat mit einem Fan, ist er abends nochmal zu dem hingegangen und hat gesagt, tolle Les Paul, aber ich brauche meine 57er Pickups wieder. Und dann hat er die getauscht und dann sind die 57er Pickups in seine 59er gewandert. Wahrscheinlich, weil er auch noch nicht genau wusste, was es ist, aber der hat eben registriert, dass der Front-Pickup-Sound eben ein ganz besonderer ist. Ja, ich habe mal zum direkten Vergleich mit der 57er Les Paul eine aktuelle Les Paul ausgepackt. Diese hier, die ist von 2015 aus dem Custom Shop und die hat sogenannte True Historic Specs. Das sind eben so ein paar Änderungen, die Gibson angeboten hat, um den Sound noch ein bisschen transparenter zu machen. Dazu gehört, dass eben der Halsstab, der hier drin ist, der ist nicht mehr ummantelt mit so einem Gummimantel. Und der Halswinkel wurde auch korrigiert und der Lack ist angeblich dünner. Und das alles in der Summe soll noch ein bisschen mehr Transparenz in den Sound hineinzaubern. In Wahrheit ist es so, dass wenn man so eine Gitarre frisch ausgepackt spielt, ist sie eben fetter, hat mehr Bass und daher auch ein bisschen verwascheneres Spektrum in den tiefen Tönen als so eine alte. Und in den Höhen ist sie so ein bisschen harscher und unschärfer. Und in den Mitten sehr, sehr prägnant. Und das hat also jetzt noch nicht unbedingt so ganz viel zu tun mit diesem alten Sound. Und deswegen nehme ich die halt her und präpariere die und tausche die Hardware, baue die Elektronik so ein bisschen um und zum Schluss baue ich wahrscheinlich auch noch andere Pickups ein. Das habe ich bei der hier alles schon gemacht. Und das genauer zu erklären, das wäre nochmal ein eigenes Video, weil das ist ziemlich speziell. Und damit kann man aus diesen Gitarren diese Transparenz und diese Seitentrennung und Klarheit noch so ein bisschen rauskitzeln. Und das hören wir uns jetzt mal im direkten Vergleich an. Thank you.
Ja, für all diejenigen, die das interessiert, möchte ich zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen, wie die Aufnahmen entstanden sind. Ich habe für alle Beispiele kleinere, ältere Verstärker verwendet, Kombos in der Regel, darunter ein Princeton Reverb, ein Fender Tweed Deluxe, einen alten und 1956er Tweed Tremolux, die beide mit alten Jensen Alnico-Lautsprechern bestückt wurden. Das ist ganz wichtig für den Sound. Und beim Gitarrenvergleich habe ich über einen kleinen Marshall JMP20 gespielt, mit einer 1x12-Box mit einem Celestion Greenback drin. Effekte kommen nirgendwo zum Einsatz. Das ist immer nur Kabel und Amp. Und bei manchen Beispielen habe ich beim Abmischen hinterher ein bisschen Hall oder Kompression draufgegeben. Aufgenommen habe ich mit so einem Brauner Röhrenmikrofon. Das war eigentlich dafür die halbe Miete, weil so etwa 40 bis 50 Zentimeter vom Lautsprecher geben diese Mikrofone einen unglaublich natürlichen Sound. Die Gitarren waren bespannt mit Neunersätzen von Ernie Ball. Das ist auch manchmal, was manche mich fragen, welche Saiten spielst du eigentlich? Ich habe angefangen mit Elfern, bin dann auf Zehner und mittlerweile Neuner, weil ich bin auch faul und kann so besser Saiten ziehen. So, und damit wären wir schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Dieses Video entstand in Kooperation mit dem Instrumentenversicherer IAM Sound aus Mannheim. Und wenn ihr jetzt auf die Ausstellerseite geht von IAM Sound, findet ihr einen Button für ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es einen Workshop-Nachmittag bei mir zu Hause. Hier kann man die Instrumente nochmal alle ganz in Ruhe ausprobieren. Und ein Gitarren-Setup gibt es obendrein völlig kostenlos. So, nun bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr frisch und munter wieder, ohne Corona, live in Mannheim.